Hallo und herzlich willkommen bei Backstage Kanal 21. Heute haben wir im Studio Hammam Aviad. Hallo. 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 Hammam Aviad, hat das eine Bedeutung? Ja, Hammam Aviad heißt die weiße Taube, also ein Zeichen des Friedens. Okay, weiße Taube. Schön. Wie wurde die Band gegründet oder wo habt ihr erstmal getroffen? Ich habe Adnan schon 2014 getroffen, in Hagen, in meiner Heimatstadt. Mhm. Ich selber bin auch 2014 aus Großbritannien nach Hagen zurückgekommen. Und wir haben schon zusammen gespielt für interkulturelle Veranstaltungen, für Feiern, wo sich dazugezogene und Hagener Bürger getroffen haben. Und dann kam Stück für Stück mehr Musiker dazu. Und zwar haben wir auch erstmal den George getroffen. Durch ein Projekt, das hieß Diversity Ensemble, wo Musiker dazukommen konnten, zusammenspielen konnten in Hagen, die angekommen sind, also Flüchtlinge oder Zugezogene. Und George kannte den Charlie aus Damaskus. Im September 2016 sind wir dann zusammengekommen. Musik und Integration, was bedeutet das für euch? Adnan, möchtest du was sagen? Kannst du weitermachen. Musik und Integration. Genau. Es ist natürlich ganz toll, dass man über die Musik mit Menschen zusammenkommen kann, die aus verschiedenen Kulturen kommen, die vielleicht noch nicht so gut die Sprache sprechen, aber einen Austausch haben und auch selbst ihre Persönlichkeit, ihr Herz, ihre Kultur zeigen können durch die Musik, bevor sie überhaupt die Sprache erlernen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich das Zusammenkommen dadurch, dass Musik Menschen berührt. Mhm. Ja, Menschen finden die Musik entweder ganz toll, weil sie schon kennen oder weil sie immer irgendwas an der Musik toll finden. Oder es gibt auch eine gewisse Fremdheit, aber durch diese Fremdheit kommen auch oft interessante Gespräche und Diskussionen auf. Also das ist halt Integration. Ja? Man stellt fest, okay, das ist was, was ich kenne, das ist was, was mir vertraut ist oder das ist was Fremdes, aber ich bin interessiert daran, ich möchte das verstehen. Und dadurch kommen halt Austausch, dadurch kommen Fragen zustande über die verschiedenen Kulturen. Ja, nice. Und was macht euch am meisten Spaß beim Konzerten? Dass wenn die Zuhörer anfangen zu tanzen und zu klatschen und sich bewegen und man merkt, die Musik kommt an und dann macht es uns mehr Spaß, dann macht es ihnen mehr Spaß. Ganz und, genau. Ja? Möchtest du was dazu sagen, Adnan? Das ist okay. Ja? Hast du schon. Wenn Adnan aufsteht und tanzt, ja, dann weiß ich, dass es ihm sehr viel Spaß macht. Ja. Ja. Und Adnan, ja, du hast jetzt schon viel mitgemacht. Adnan hat auf ganz vielen Integrationskonzerten gespielt, seine Freizeit dafür geopfert. Mhm. Wie findest du das? Also, ich bin Adnan Abdullah, ich komme aus Syrien. Ich bin hier in Deutschland seit fast 5 Jahren ungefähr. Mhm. Ich habe 2014, wie Maren hat gesagt, wir haben schon getroffen, eine Gruppe gebaut. Und langsam bis jetzt, später kommt George und Charlie dazu. Und jetzt schöne Gruppe, beste Gruppe. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني. Was ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Von den letzten Konzerten? Genau. Also mir persönlich war das 2016 die Konzerte, die wir gespielt haben für die Flüchtlinge, die gerade ankamen. Weißt du das noch, Adnan? Als alle tanzten und in den Tränen nah war. In Gelsenkirchen war das. In Gelsenkirchen, ja, richtig. Ja, das waren so fast 300 Leute, die haben getanzt. Ja, und die waren berührt. Und es war ein Doktor.
ich weiß gar nicht welches Thema, aber ein Mann aus Irak, der übersetzt hat und sich über die, um die Flüchtlinge gekümmert hat, die aus dem Irak und Syrien kamen. Ja. Und er sagte, richtig, die haben vorher nicht gelacht, nicht getanzt, die waren immer nur ernst und traumatisiert. Und das war das erste Mal, wo die frei waren und sich gefreut haben und Spaß hatten. Und das war richtig Großparty. Und das war eigentlich das ganze Jahr, also 2016, Anfang 2017, war das wirklich fast bei jedem Konzert, was wir gespielt haben, wo fast die Hälfte oder über die Hälfte aus Syrien und dem Irak kam, mhm, aus dem Iran auch, dass sie wirklich so viel gefeiert haben und so viel Spaß dran hatten. Das war schon, das ist schön, toll. Mhm. Ja. Und für dich? Ist okay. Ja, was macht ihr, wenn ihr keine Musik macht? Fang du erst mal an. Ja, gute Frage. Ja, sowieso, ich arbeite also ganz Woche Vollzeit bei Caritas Verband Hagen. Mhm. Und wir machen Musik immer am Wochenende. Oder nach Feierabend vielleicht, wenn manchmal wir Probe haben oder sowas. Was, mhm, nach Feierabend geht so, und Wochenende sowieso immer. Wir machen das Musik mit unserer Gruppe Maren und George und Shadi. Ja, cool. Und von dir? Ich bin vollberufliche Musikerin. Mhm. Wenn ich keine Musik spiele, organisiere ich, schreibe ich E-Mails, kümmere mich um alles. Mhm. Sonst sind natürlich musikalische Bereiche bei mir noch wie Musik für Theater, Musik für Film, früher in Großbritannien sehr viel. Konzerte in Großbritannien, morgen bin ich wieder muss ich nach London fliegen, um 7 Uhr morgens. Mhm. Spiele abends in Großbritannien, dann wieder zurück hier. Also im Augenblick ist das... Also alleine oder auch? Mit einer Gruppe. Ich habe 24 Jahre in Großbritannien verbracht. Okay. Also viel ist dann Organisation dazwischen, aber weil ich vorberufliche Musikerin bin, würde ich sagen, das ist eine 80-Stunden-Woche ist, die sich mit Musik beschäftigt. Und der Rest ist dann mal im Balkon sitzen und meine Pflanzen einpflanzen und Blumen gießen. Das ist auch schön. Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, gern geschehen. Gerne. Danke, dass wir hier sein durften. Bitte, bitte. Ja, das war's vom Backstage Kanal 21. Und viel Spaß bei Fernsehkonzerts und bis zum nächsten Mal.